Ich weiß nur, dass sie aus dem Pott kommt. Sie hat Jazzgesang studiert. Sie hat früher ziemlich viel Leichtathletik gemacht. Sie war in Holland, sie kann Holländisch. Sie hat auf jeden Fall mal, glaube ein Semester Mathe studiert. Dann ist sie irgendwann von Niederlanden nach Berlin gezogen und witzigerweise ist vorher eine Sängerin ausgestiegen aus meiner Funkband. Dann habe ich sie angerufen, habe gesagt, Maike, du musst singen. Maike hat gesagt, ich singe. Und dann war sie da. Maikes Traum wäre wahrscheinlich, so ihren Job zu machen, dass sie gut davon leben kann und das Ganze dann noch zu vereinbaren mit einer Familie. In allererster Linie möchte sie einfach so glücklich sein mit sich und dem, was sie macht. Maike hat auch schon bei Sonic Sweet gesungen und auch bei Slicks gesungen und mit Bobby McFerrin gesungen. Und sicher auch unter der Dusche gesungen. Ja! Jemand, der sich sehr gerne auf Rhythmiken und auf Harmonien draufsetzt, sehr frei phrasiert und halt wie ein R&B-Soul-Sänger agiert. Dann ist sie noch zuständig für den ganzen Facebook-Kram. Ich glaube, sie geht tanzen. Hip-Hop tanzen, schätze ich mal. Legt sich auch gerne mal hin und schnurrt so vor sich hin. Auf jeden Fall mag sie Tiere. Katzen würde ich schon sagen. Maike ist den Süßigkeiten sehr zugetan. Sie isst kein Marzipan. Eis, Schokolade, so, also fast alles, was süß ist, das muss schon sein bei ihr. Sie isst immer sehr langsam. Das heißt, wenn wir essen gehen, dann sind wir alle längst fertig und Maike hat höchstens den halben Teller weg. Kommt mit dem Fahrrad zur Probe. Geselliger Typ. Für Voxit unverzichtbar, weil sie ein sehr harmonischer Mensch ist. Maike versucht Streit eher zu vermeiden. Manchmal, so ähnlich wie Frido, Dinge sehr sachlich betrachten kann und auch sehr optimistisch in Problemsituationen reagiert. In Taiwan, wo wir uns einfach angeguckt haben und einen Lachflash bekommen haben. Ist offen für alles. Ich glaube, sie würde ein Café leiten, wenn sie nicht Sängerin wäre. Allerdings auch gleichzeitig ihre beste Kundin sein und sich wahrscheinlich den jeglichen Erfolg dadurch ruinieren, dass sie ihre Kuchentheke alleine auf isst. Ich möchte sie nicht mehr missen bei Voxit. Ich gebe sie nicht mehr her. Wer war das doch gleich?